Dann begrüße ich ganz herzlich zunächst zu meiner Rechten Frau Ute Wolf. Sie sind Personalreferentin beim zweitgrößten deutschen Softwarehaus in Deutschland, die Software AG. 5200 Mitarbeiter in 70 Ländern, falls das noch stimmt. Die Mikros ziemlich nah halten, okay, weil ja. Genau, sonst hört man sie nicht. Bin gespannt, worauf Sie Wert legen bei den Einsteigern. Also es geht ja jetzt, wie gesagt, in der kommenden Stunde auch hauptsächlich um die Berufseinsteiger. Dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Pettersen von Enobis, ein Hamburger IT-Dienstleister, vor allen Dingen im Banken- und Finanzsektor. Korrekt? Absolut korrekt. Genau, da bin ich gespannt, worauf Sie gucken, weil Sie ja in einer speziellen Branche auch tätig sind. So, jetzt muss ich gucken, wie ich platziert habe. Ich fange gleich zu meiner Linken, mache ich weiter. Herr Weckbach, herzlich willkommen. Sie sind Geschäftsführer von der Hochschulplattform oder Plattform für Hochschulabsolventen Get in IT. Sie werden uns ein bisschen was nachher erzählen, was Sie da treiben und was Hochschulabsolventen bei Ihnen für Informationen bekommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. So, jetzt habe ich umdisponiert. Herr Heinz, Circle Unlimited, herzlich willkommen. Sie sind eine Schwestergesellschaft von Enobis. Das heißt, Sie sitzen auch in Hamburg. Darf ich Sie bitten, das Mikro? Ja. Genau. Auch IT-Dienstleister. Sie sind Head of Consulting. Das heißt, bei Ihnen erfahren wir vielleicht ein bisschen was über Perspektiven in der Beraterkarriere. Absolut, absolut. Genau, ein bisschen näher. Schon mal zum Üben. Absolut. Absolut, alles klar. Super. Und wir haben tatsächlich noch einen weiteren Berater hier, nämlich von Capgemini, das ist der Herr Goldhahn. Sie sind eine Weile schon Berater, glaube ich über 7 Jahre bei Capgemini. Genau, das Mikro bitte teilen. Genau, und Sie sind bei einem sehr großen Beratungshaus, also da kriegen wir vielleicht auch noch mal ein paar Unterschiede raus. Wie ist es bei einem eher mittelständischen Unternehmen, wie ist es bei einem globalen Beratungsunternehmen? Da habe ich gesehen, 125.000 Mitarbeiter in 44 Ländern. Die Zahl ist schon nicht mehr aktuell. Wir sind, glaube ich, inzwischen schon bei 140.000. Ah, da müssen Sie das auf Ihrer Homepage nachbessern. Ich habe das da heute gefunden. Und da stand auch, dass Sie ca. 4.500 Jobs gerade haben, wo Sie Leute suchen. Vielleicht ist die Zahl auch nicht mehr aktuell oder haben Sie da... Weltweit. In Deutschland sind es ein bisschen weniger, aber wir suchen ja. Gerade, ja. Wie viel suchen Sie in Deutschland? Ich glaube, im Moment... was direkt ausgeschrieben ist, so paar 60. Okay, alles klar. Gut, dazu werden wir nachher noch mehr hören. Fangen wir doch mal an mit der aktuellen Lage. Wie immer, das Wort Fachkräftemangel geistert ja immer durch die Welt. Es gibt nicht genügend IT-Fachkräfte für die ausgeschriebenen Stellen, was dann den Sprecher Stefan Pfisterer von der Bitkom auch dazu verleitet hat zu sagen, vor einiger Zeit, wer mit einem Hochschulabschluss in Informatik auf den Arbeitsmarkt kommt, braucht sich keine Sorgen zu machen. Frau Wolf, wie sehen Sie dieses Statement? Hat er recht? Jawohl, das kann ich nur unterstützen. Wir haben bei uns im Unternehmen ähnliche Erfahrungen. Das heißt, die Absolventen, die wir nicht übernehmen können, die Quote liegt bei uns bei 50%, haben auf dem Arbeitsmarkt allergrößte Chancen. Ein großer Vorteil unserer ausgebildeten Studenten des Informatikstudienganges ist einfach der kooperative Studiengang. Das heißt, hier ist Studium mit Praxis kombiniert. Und das schafft nochmal einen erhöhten Vorteil. Wir bekommen sozusagen unsere Absolventen aus der Hand gerissen, wenn sie nicht bei uns im Unternehmen bleiben können. Wie überzeugen Sie die denn dann zu Ihnen zu kommen, wenn die anderen im Grunde auch schon Gewehr bei Fuß stehen, um sich die Bewerber zu schnappen? Ich denke, Software AG ist ein sehr interessanter Arbeitgeber. Wir haben vielfältige Möglichkeiten im Consulting-Bereich, in der R&D. Das heißt, das Beschäftigungsgebiet ist sehr interessant und sehr ausgewogen, interessante Projekte. Es ergeben sich, wie Sie schon anfangs sagten, auch die Möglichkeiten, Einsätze im Ausland zu übernehmen, Projekte im Ausland zu übernehmen und insofern... Neben unserem reichhaltigen Sozialleistungsangebot sind wir ja schon ein attraktiver Arbeitgeber. Vielleicht an Sie auch die Frage, Herr Pettersen. Sehen Sie das ähnlich? Der Abschluss in Informatik ist im Grunde schon der Freischein für den Job?
Ja, also grundsätzlich kann man das bestätigen, auch wenn wir als Innobis AG das natürlich immer etwas differenzierter betrachten müssen, da wir ja als mittelständisches Unternehmen also nicht in den Mengen Mitarbeiter suchen und neue Kolleginnen und Kollegen, sondern natürlich schon sehr stark darauf auch achten müssen, da unser Ausbildungspotenzial natürlich auch und unsere Ausbildungsfähigkeit ein Stück begrenzt ist, dass es deutlich besser passt und dass wir dann natürlich eine deutlich höhere Trefferquote auch in der Zufriedenheit der Bewerber als solches haben. Das heißt für uns natürlich im Klartext, Ausbildung ist das eine, gute Noten und beste Ergebnisse, das ist gar keine Frage, aber eben auch der Spaß in einem solchen individualisierten Team, das eine solche spezielle Beratung in einer speziellen Branche macht, auch sich darauf einzulassen. Das wäre für uns schon die Voraussetzung und das ist auch der Teil, an dem wir natürlich sehr intensiv immer arbeiten müssen, im Bewerbungsgespräch das herauszubekommen und letztendlich auch bei der Marktansprache schon versuchen, unsere Bewerber darauf vorzubereiten, was eigentlich so die spaßbringenden Faktoren sind bei Innobis zu Beginn. Wie sieht es denn mit den Abschlüssen aus? Ich meine, es gibt Bachelor-Abschlüsse, es gibt Master-Abschlüsse. Was hätten Sie denn gerne? Also hätten wir gerne natürlich Master-Abschlüsse, das ist gar keine Frage, wobei das bei uns kein Einstellungskriterium ist. Wir stellen genauso gerne Bacheloranden ein oder Rantinnen. Hängt wirklich sehr, sehr stark auch von dem gemeinsamen Weg ab, den man vorher schon zurücklegt. Wir bemühen uns natürlich schon sehr, sehr früh Kontakt zu den Studentinnen und Studenten aufzunehmen, also Praktikas anzubieten oder gegebenenfalls auch die Arbeiten zu begleiten. Sodass das auch immer eine Chance ist, auch als Bachelorand oder bei uns zu beginnen. Aber natürlich für die individuelle Softwareentwicklung ist es natürlich gerade im Informatikbereich, im Entwicklerbereich, also in dieser Spezies ist es für uns immer sehr ganz wichtig, dass da auch Masterstudenten dann bei uns beigemischt werden. Gar keine Frage. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Heinz? Wenn Sie jetzt Absolventen haben, sage ich mal zum Thema, die mit dem Bachelor kommen, sind die denn nach 3 Jahren Studium überhaupt schon reif für den Praxiseinsatz oder was muss man da eventuell noch draufsatteln von Unternehmensseite? Also man muss von Unternehmensseite auf jeden Fall darauf vorbereitet sein. Also man muss sich letztendlich natürlich mit jedem Bewerber einzeln auseinandersetzen. Das heißt, gerade im Beratungsbereich kommt es auch darauf an, mit welcher Persönlichkeit hat man es eigentlich zu tun. Was sind so die Erfahrungen, die auch vielleicht jemand außeruniversitär schon mitbringt? Hat er vielleicht eine Ausbildung vorher gemacht? Ja, und wie gereift ist solch ein Mensch schon, wenn er mit Anfang 20 halt auf ein Unternehmen trifft halt? Und ich glaube, da muss sich der Bewerber natürlich ein Stück weit auch darauf vorbereiten, dass er halt auch eine schlüssige Zielsetzung für sich gefunden hat, was er eigentlich beruflich dort erreichen will. Zum anderen muss aber auch das Unternehmen einfach darauf vorbereitet sein, wie muss ich vielleicht solch einen Menschen in der Einarbeitung anders begleiten als einen Masterstudenten, der schon ein bisschen fester im Leben steht, weil er vielleicht auch schon berufsbegleitend oder ähnlich dann studiert hat. Ja, jetzt mit den Bachelor-Abschlüssen, mit dem G8 und so weiter, die Bewerber werden ja auch immer jünger. Da haben Sie dann wahrscheinlich Leute mit Anfang 20 vor der Tür stehen. Wo soll denn da der Auslandseinsatz, die Auslandserfahrung, die Praxiserfahrung, das Praktikum herkommen? Viele kommen ja tatsächlich nur von der Uni, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das ist absolut richtig. Also den Bewerber mit Anfang 20, aber 3 Jahre Praxiserfahrung und Auslandsaufenthalt, das wird schwierig, den kann man sich wünschen, aber dann wird auch die Bewerberauswahl sicherlich sehr, sehr überschaubar. Nein, man muss dann, glaube ich, auch da einfach Mechanismen finden, wie kann man solche Leute dann halt auch on the job ausbilden? Wie kann ich die halt in Projekten halt auch begleiten zunächst einsetzen? Wir wollen sie ja fordern, aber auch nicht überfordern, um dann halt begleitend mit Mentoren, mit erfahreneren Kollegen, solche Mitarbeiter und solche jungen Kollegen dann halt auch in Projekten und in Projektarbeit mit auszubilden und zu qualifizieren. Herr Goldhahn, vielleicht nehmen Sie auch mal das Mikro genau jetzt bei Ihnen. Beratungsunternehmen ist der Fokus wahrscheinlich eher auf dem Masterstudiengang, auf den Abschlüssen. Oder ist bei Ihnen tatsächlich auch die Möglichkeit, dass jemand mit einem Bachelor einsteigen kann? Und wenn ja, wie fördern Sie den weiter? Also das ist bei uns absolut möglich. Wir suchen beides, Bachelor- und Master-Absolventen. Wir wissen, dass Bachelor-Absolventen sehr gut ausgebildet sind und um sie dann auf die Arbeit bei uns und mit uns vorzubereiten, haben wir ein spezielles Einsteigerprogramm entwickelt. Ich sage jetzt auch speziell Einsteiger, nicht Trainee-Programm, weil an dem Tag, wo der neue Kollege bei Capgemini anfängt, wird er auch im Projekt sein. Aber wir haben ein projektbegleitendes Programm, das über mehrere Monate läuft, wo dann noch die notwendigen Schulungen, Soft Skills, Schulungen, Berater Skills, aber auch
Schulung jetzt, wir haben jetzt auch einen Schwerpunkt auf SAP mit, wo wir dann die jeweiligen SAP-Skills auch mit schulen, aber das immer projektbegleitend, weil wir es wichtig sehen, dass man von Anfang an gleich mit in den Projekten ist, weil man von den Kollegen sehr, sehr viel lernen kann und dass man dann halt als ein gemeinsames Team dann sukzessive auch das Know-how mit aufbaut. Also insofern sind Bachelor-Absolventen auch bei uns absolut willkommen. Okay, brauchen keine Scheu zu haben, sich auch bei so einem renommierten Haus wie Capgemini mit, sage ich mal, nicht nur dem Masterstudiengang zu bewerben, sondern auch Bachelor haben durchaus gute Chancen. Absolut, also, da machen wir keine Unterschiede. Jetzt hatten Sie gerade das Stichwort Trainee-Programm erwähnt. Das hatte ich mir bei Ihnen notiert, Herr Weckbach. Und zwar, Sie bieten ja auf Ihrer Plattform vielfältige Informationen für Hochschulabsolventen. Vielleicht erklären Sie uns, erzählen Sie uns ein bisschen was für, über Ihre Plattform und auch zum Beispiel, Sie gehen ja auch auf dieses Thema sehr stark ein, Direkteinstieg oder Einstiegsprogramm und was eben da die Unterschiede sind. Ja, sehr gerne. Also zunächst, wir sind eine spezialisierte Plattform für IT-Nachwuchskräfte. Wir haben die Plattform vor dem Hintergrund entwickelt, dass wir mit den IT-Absolventen letztlich auch gesprochen haben und erfahren haben, dass sie sehr wohl genau wissen, dass sie gesucht sind am Arbeitsmarkt, aber auf die direkte Frage, wo sie sich bewerben können, eigentlich zwei, drei große nennen können und dann hört das Wissensspektrum einfach auf. Da haben wir eine große Informationslücke für uns identifiziert, in die wir eben schließen mit unserer Plattform, aber eben ganz vertikal aufgestellt, spezifisch auf die Informationsbedürfnisse von IT-Nachwuchskräften. Und die Bedürfnisse sind klar, das liegt halt eben auch in dem Begriff, das, was vielleicht auch Ihre zweite Frage widerspiegelt, zwischen einem Trainee-Programm und einem strukturierten Einstiegsprogramm. Ein Trainee-Programm ist klar ein nicht geschützter Begriff, aber dann doch wird er landläufig mit einem sehr strukturierten, vielleicht auch sogar etwas abgehoben vom Alltagsgeschäft Programm verstanden, um ongeboardet zu sein über mehrere Monate. Ein Einsteigerprogramm, das haben Sie auch schön gerade auch grundgelegt, da geht es halt vor allem auch darum, dass man am Tagesgeschäft teilnimmt, aber trotzdem die Wissenslücken, die natürlich da sind, wenn man frisch von der Hochschule kommt, on the job geschlossen werden. Und das findet man auf unserer Plattform. Also das heißt, ich bin ein Bewerber, weiß noch nicht genau, wohin ich soll mit meiner IT-Ausbildung und dann kann ich mich bei Ihnen erstmal rundum informieren. Genau, bei uns kann man sich informieren, wenn man sehr nah an einer Bewerbung ist, also direkt nach dem Abschluss, aber auch dann über unseren redaktionellen Bereich, wenn es darum geht, ich studiere vielleicht noch ein Jahr, anderthalb Jahre, wo geht denn meine Reise hin? Was macht denn ein SAP-Berater oder in welcher Branche werden denn IT-Nachwuchskräfte denn überhaupt gesucht? Haben Sie Beschreibungen von Jobprofilen? Es gibt ja sehr viele neue Berufsbilder, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, welche Qualifikationen denn gerade besonders gesucht werden in den Unternehmen. Es gibt ja auch viele neue, sage ich mal, Berufsbilder des Cloud-Computing-Experten, Big Data mit Data Scientists und Information Brokern und was es nicht alles für Profile gibt. Die wachsen aber nicht auf den Bäumen, sind auch teilweise noch nicht in den Unis angekommen. Also die Absolventen bringen diese spezielle Ausbildung vielleicht noch gar nicht mit. Haben Sie solche Informationen auf Ihrer Seite? Wir wachsen täglich mit den Informationen und sind natürlich auch am Markt und an den Trends. Wir sehen auch hier heute die Trends im Cloud Computing und im BI und auch das sind die Themen, die wir aufgreifen. Weil ich kann mir vorstellen, Frau Wolf, dass es für junge Bewerber ja auch schwierig ist. Die kommen jetzt von der Uni, haben da ihren Abschluss, sehen eine Stellenausschreibung, wo ein Experte in Big Data gesucht wird. Ich habe gerade schon gesagt, der Hype kommt langsam an den Unis an, aber es findet sich noch nicht in den Lehrplänen wieder. Was müssen denn Kandidaten mitbringen an Voraussetzungen, wenn sie in dem Bereich tätig sein wollen, frisch von der Uni? Oder muss man die komplett anführen an das Thema, welche Grundvoraussetzungen braucht es? Also ich denke, das, was Sie vorher schon gesagt haben, das Bachelorstudium bietet die breite Basis. Ja, das ist schon mal die eine Sache. Der Masterstudiengang kann dann eventuell, kommt darauf an, in welchem Unternehmen der Student eben seine Ausbildung absolviert hat oder an welcher Uni, wo hier die Fokussierung im Studium gelegen hat, dann kann es sein, dass er genau diese Kenntnisse hat. Ja. Das heißt, der Bewerber muss sein Profil genau mit dem Anforderungsprofil der Stellenausschreibung matchen. Und je mehr
Übereinstimmungspunkte ich hier habe im fachlichen Bereich, umso größer sind natürlich meine Chancen. Ja? Also es kommt darauf an, Schwerpunkt im Masterstudiengang, wenn ich mich spezialisieren möchte. Und dann später, was ist ausgeschrieben und ja, passt das eben zusammen. Mhm. Das ist die eine Seite, ja. Die fachliche Seite. Dann kommen natürlich noch die anderen Sozialkomponenten, die natürlich stark mit dem Unternehmen, mit der Unternehmensphilosophie zusammenhängen. Ich sage jetzt mal, in unserem Unternehmen wären das eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit für die Arbeit, für die Projekte, für die Produkte der Software AG, für das Unternehmen. Und dann kann ich das auch entsprechend erfolgreich dort arbeiten und mit einer gewissen Begeisterung. Mhm. Wie filtern Sie denn diese Sozialkompetenzen heraus? Das ist ja, man kann ja in jedem Lebenslauf schreiben oder in jedem anschreiben, ich bin kommunikativ teamfähig und auch sonst ganz toll. Mhm. Wie kriegt man das denn raus, ob dem auch so ist? Letzten Endes erst im persönlichen Gespräch. Der Bewerber sollte auf jeden Fall ein sehr spezielles Anschreiben, dediziert auf die Anforderungen, einen sehr konkreten Lebenslauf, seine Zeugnisse und dann im persönlichen Gespräch überzeugend wirken. Mhm. Das ist das Ausschlaggebende. Also letztendlich das Vorstellungsgespräch bringt dann, fördert zutage, ob man zueinander passt, auch auf einem sozialen Level, auf einem Teamfaktor, passe ich zum Unternehmen, zum Team, das kann man aus einer schriftlichen Bewerbung noch nicht heraussehen. Nein, wir filtern zuerst die Bewerbungen, die eingehen auf diese genannten Kriterien, die ich eben ausführte und dann im Bewerbungsgespräch gehen wir sozusagen den Lebenslauf gemeinsam durch, die Fachkenntnisse gehen wir durch und kitzeln auch natürlich kritische Themen wie Konfliktsituationen, wie gehe ich damit um, wie habe ich mich denn in einem Team schon mal bewährt und wenn ich, jeder hat Teamerfahrung, auch wenn ich nur an der Uni studiert habe, ja, da gibt es Projekte, da habe ich eine Rolle eingenommen, da gibt es Probleme, wie bin ich damit umgegangen und damit kann ein Personaler herausfinden, wie ein Kandidat mit bestimmten Themen umgeht. Mhm. Herr Pettersen, ich habe gesehen, Sie nicken gerade zustimmend. Also Vorstellungsgespräch, ganz wichtiger Gradmesser für die Soft Skills? Ja, das kann ich nur bestätigen. Würde ich ganz genauso sehen, auch unterschreiben. Also eine bessere und verlässlichere Basis als das persönliche Gespräch und eben auch in diesem Gespräch herauszufinden, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, welche Einstellung man zu bestimmten Situationen hat, also welche Einstellung man auch zur Teamarbeit hat, wie man sich selber positionieren will. Das sind alles Fragen, die man dort klären kann und auch klären muss. Und ich persönlich verlasse mich auch gerne noch ein bisschen auch natürlich auf meinen persönlichen Eindruck am Ende des Tages. Also passt jemand ins Team? Also toi, 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 gelingt doch häufig, dass man aus einem Gespräch rausgeht, meistens mit einem guten Gefühl, dann sagt, ja, ich glaube, das passt dann auch wirklich, wird auch selten enttäuscht. Und was die fachliche Qualifikation anbelangt, ich hatte Sie vorhin ja schon vorgestellt, dass Sie vor allen Dingen im Finanzsektor auch tätig sind als IT-Dienstleister. Inwieweit ist denn die Branchenerfahrung auch wichtig? Vor allen Dingen die Einsteiger, die haben die ja noch nicht wirklich. Also ganz schwieriges Thema für uns. Also die Kombination eines Wirtschaftsinformatikers mit einer bankfachlichen Ausbildung oder vielleicht noch angereichert um einen finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt im Studium ist nahezu nicht zu finden. Es gibt sie, ganz selten, aber eher unwahrscheinlich. Wir gehen heute so vor, dass wir auf die technische Ausbildung den größten Wert legen, also eine fundierte entwicklungstechnische Ausbildung, damit man sozusagen den SAP-Teil, der ja letztendlich auch in der Ausbildung sehr, sehr kurz kommt, zumindest an den meisten Hochschulen. Und wenn es uns nicht gelungen ist, die Studentinnen und Studenten schon während des Studiums zu begleiten, dann konnten wir auch nicht daran schon mitwirken, dass auch SAP-Erfahrung schon entstand. Dann müssen wir darauf aufsatteln, eben eine eigene SAP-Ausbildung plus, und diese Bereitschaft ist natürlich auch vorausgesetzt, eine fachliche Ausbildung, je nachdem, in welche Richtung derjenige sich entwickeln möchte. Also für einen Menschen, der sich in Richtung Entwicklung entwickeln möchte, also rein technisch orientiert, ist das sicherlich anders zu positionieren, als wenn jemand dann eben auch noch in die Fach- und Prozessberatung einsteigen möchte. Die Frage auch nochmal zu meiner Linken an meine Mitdiskutanten. Wir haben jetzt gehört, fachliche Qualifikationen, auch die Social Skills natürlich immer wieder sehr wichtig, gerade was ja auch in der Beratung, nehme ich an, ausschlaggebend ist. Wie wichtig sind denn formale Kriterien, sowas wie Studiendauer, Abschlussnoten, welche Hochschule?
Vielleicht, Herr Heinz, können Sie da mal ein bisschen. Das darf man nach wie vor nicht vernachlässigen, keine Frage. Also natürlich für ein mittelständisches Unternehmen wie uns ist auch die, dass es menschlich passt von der Zusammenarbeit und von der Teamstruktur extrem wichtig. Vielleicht wichtiger als in größeren Organisationen, weil der Einzelne einfach viel transparenter ist bei uns. Aber letztendlich müssen auch die Studien dauern, die Noten einen gewissen Eindruck über Zielstrebigkeit zeigen, was jemand eigentlich sich vorstellt für eine berufliche Entwicklung. Ich glaube, wir können trotzdem daran nicht ablesen, ob das jetzt der perfekte Bewerber ist. Von dem Ruf einer bestimmten Universität würde ich mich auch nicht blenden lassen, sondern da muss tatsächlich auch der persönliche Eindruck im Gespräch überzeugen, dass, ja, wie Herr Petersen auch sagt, alle mit einem guten Gefühl auch aus so einem Gespräch gehen können. Und das ist, glaube ich, viel entscheidender an der Stelle. Und da ist manchmal auch die Studiendauer gar nicht so aussagekräftig. Manchmal sind es gerade die vielleicht nicht geradlinigen Lebensläufe, die viel interessantere Persönlichkeiten noch hervorbringen, was schwieriger auch in einer Ausbildung zu vermitteln ist. Also die persönliche Einstellung zur Beratung, zu dem Auftreten, zu den Aufgaben, die man damit auch übernimmt und übernehmen will, lassen sich in einer Ausbildung schwieriger vermitteln als letztendlich nachher harte IT-Fakten. Und ich glaube, die Erwartung einfach auch von uns muss und auch von den Marktbegleitern muss einfach an der Stelle sein, gut qualifizierte Mitarbeiter von der Uni zu bekommen, die technische Basisskills, betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse, gutes Handwerkszeug haben. Wir können nicht erwarten, dass wir den Big-Data-Spezialisten fertig von der Uni bekommen. Das ist dann letztendlich auch noch die Verantwortung und die Aufgabe der Unternehmen, aus den Bewerbern, die einen guten Werkzeugkasten an Skills mitbringen, dann halt letztendlich auch die qualifizierten Kollegen zu machen, die wir für die Projekte brauchen. Was gehört denn in diesen Werkzeugkasten? Also jetzt gerade bleiben wir mal bei den IT-Skills. Was sind denn da, sage ich mal, Qualifikationen, die Sie am liebsten hätten? Ja, also wir beschäftigen uns auch mit Lösungsentwicklung im SAP-Umfeld. Das heißt, wir haben im Grunde zwei Themenbereiche, die wir besetzen. Das ist zum einen, sind es Entwickler, bei denen es tatsächlich auf technische Skills, Programmierkenntnisse ankommt. Das ist sehr, sehr harte Fakten, sage ich mal. Das kann man sehr einfach auch abprüfen, wie gut jemand in bestimmten Technologien schon ausgebildet ist oder nicht. Beim Berater kommt dann vielmehr noch verstärkt die betriebswirtschaftliche Komponente dazu. Das heißt, wir haben da sowohl auch Kollegen, die von ihrem Werdegang her aus einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund kommen und dann bei uns das Technische erlernen müssen, wie auch Kollegen, die sehr gute technische Skills haben und dann halt den betriebswirtschaftlichen Part erlernen müssen. SAP-Grundkenntnisse im weitesten Sinne sind für uns absolut wünschenswert und eigentlich auch gefordert, muss man da ganz klar sagen. Also die Universitäten haben da immer noch einen sehr schmalen Teil ihrer Ausbildung nur drauf ausgelegt momentan, muss man sagen. Aber Grundkenntnisse in der Anwendung, im Umgang mit einem solchen System und auch den Aufgaben eines solchen ERP-Systems im Unternehmen, das sollte einem Bewerber halt bewusst sein, wofür das und wie so etwas im Unternehmen zur Anwendung kommt. Mhm. Herr Goldhahn, bei Capgemini als Berater kann ich mir vorstellen, sind die Noten vielleicht doch ausschlaggebend, auch formale Aspekte, Studiendauer und ähnliche formale Aspekte, oder ist das nicht unbedingt ausschlaggebend oder das einzige Kriterium, auf das Sie gucken? Also es gibt bei uns jetzt keinen harten Kriterienkatalog und es ist das Gesamtbild muss stimmen. Die Frau Wolf hat das ja vorhin schon gesagt, es fängt damit an, dass es auch ein interessantes Anschreiben ist, also dass ich auch merke, diese Bewerbung, die kommt, die ist nicht aus dem Computer gelassen und es wurde einfach oben nur das Unternehmen ausgetauscht, sondern der Bewerber möchte in dieses Unternehmen kommen und er muss natürlich im Anschreiben mich schon erstmal so weit begeistern, dass ich sage, ja, das passt. Das sind zum einen die Noten, aber Noten sind nicht ausschlaggebend. Mhm. Es gibt durchaus Menschen, die vielleicht nicht so die Prüfungstypen sind, die vielleicht auch einen gewissen Prüfungsdruck haben und unter diesem Druck dann in Noten technisch versagen. Mhm. Und dann gibt es welche, die mit einem Einzelschnitt aber einem nur ein Lehrbuch herunterbeten können. Und was wir halt brauchen oder suchen, sind halt Menschen, die sich begeistern, die sich für diese Themen, in denen sie arbeiten, begeistern und sich da auch immer wieder neu hineinversetzen können. Also die eine gute Kommunikationsfähigkeit haben, die aber auch vielseitig interessiert sind. Und da wird halt auch drauf geschaut, was hat er vielleicht auch nebenbei gemacht? Sind da Praktikas dabei oder hat jemand einfach nur studiert? Macht er vielleicht auch, oder der oder die Bewerber
nebenbei arbeitet noch in Organisationen mit. Also wie ist auch das soziale Umfeld? Weil in der Beratung ist die soziale Komponente sehr, sehr wichtig, weil wir arbeiten mit unserem Kunden. Wir sind das Aushängeschild. Wir sind eher kein Produkt, das wir verkaufen, sondern wir sind unser Produkt. Das heißt, wir müssen den Kunden auch jedes Mal wieder neu von uns überzeugen. Und das geht halt nur über ganz, ganz starke soziale Skills. Und da ist am Ende, wäre es schwierig, wenn wir sehr harte Fakten anlegen und sagen, okay, wer einen Schnitt von über 2,0 hat, den nehmen wir nicht, weil das können sehr, sehr gute Leute sein und umgekehrt. Deshalb, es muss halt ein Gesamtbild stimmen und dazu gehört am Ende auch das Gespräch und in dem Gespräch dann halt auch die soziale Kompetenz auch mit herauszuführen und auch da der Bewerber muss halt begeistern können und meine Empfehlung ist immer, wenn mich auch Freunde oder Bekannte fragen, sei einfach du selbst im Gespräch, weil spätestens, wenn du dann in der Probezeit bist, wird dein ganzes Bild, was du dir hier aufgebaut hast und was du vielleicht auch noch über diesen Prozess bekommen hast, auffliegen. Und am Ende, wir brauchen Menschen und mit allen Ecken und Kanten. Da hat sich, glaube ich, ein bisschen was getan. Ich kann mich so entsinnen, auch bis heute noch teilweise gibt es ja diese Stellenausschreibungen, gerade auch von großen Beratungshäusern. Wir suchen die Besten und wir suchen die tollsten Kandidaten. Also ich glaube, da hat auch ein bisschen jetzt ein Umdenken stattgefunden. Wobei der beste Kandidat heißt ja nicht, dass er die besten Noten hat. Ja, sehr gut. Das heißt, jeder soll sich einfach trauen und wenn er eine Begeisterung hat für das Thema IT-Consulting und sich das vorstellen kann, einfach wirklich sich trauen, Kontakt aufzunehmen, sich zu bewerben. Was muss denn der sonst noch mitbringen, der Kandidat? Also IT-Consulting, sage ich mal so, das ist ja auch mal viel mit Reisen verbunden, mit viel beim Kunden, nicht viel zu Hause. Wie sieht das denn aus? Ist das schwierig, dort Einsteiger zu finden, die diese Bereitschaft mitbringen? Das hängt davon ab. Also Capgemini ist ja sehr breit aufgestellt. Also wir haben ja auf der einen Seite die Managementberatung, die IT-Beratung. Wir haben aber genauso die Individualsoftware-Entwicklungssparte und einen Outsourcing-Bereich. In diesen Bereichen suchen wir Mitarbeiter, die müssen dann meist nicht so viel reisen, weil gerade in der Individualsoftware-Entwicklung wird sehr viel in den Teams aus den Büros gearbeitet. Da können Kundeneinsätze natürlich stattfinden, aber die werden dann versucht in der Regel zu vermeiden. Wenn ich mich jetzt entscheide für IT-Beratung, bei uns mit Schwerpunkt auf SAP, wir beraten auch andere Themen wie Salesforce oder Oracle, aber der Schwerpunkt ist ganz klar die SAP. In dem Fall muss mir klar sein, dass ich höchstwahrscheinlich 4 Tage die Woche nicht zu Hause bin. Das ist nicht jedermanns Fall. Also das sagen wir aber auch in den Gesprächen immer ganz klar, auch dass es nicht nur für einen selber klar ist, sondern das muss er auch mit seiner Familie, mit seinem Partner absprechen, dass man das Familienleben nicht mehr so aufbaut, weil man fährt Montag zum Kunden und kommt Donnerstag oder Freitag zurück. Das ist ein anderes Leben, das ist eine andere Lebensqualität, als wenn man sich Montagabend einfach mal mit Freunden verabreden kann oder man ist im Sportverein oder man lernt eine Sprache nebenbei. Das muss einem bewusst sein, also man muss diese Bereitschaft haben und man muss halt auch diese Begeisterung haben, immer wieder sich in etwas Neues hineinzuversetzen, weil auch wenn man dasselbe Produkt berät, ein bestimmtes SAP-Modul, jeder Kunde ist absolut anders und jeder Kunde hat komplett andere Prozesse. Und das finde ich aus meiner Sicht macht es so spannend, weil man immer wieder den Baukasten, den man dann selber hat, erweitern kann, weil man sieht, bei Kunden A funktioniert es so und bei Kunde B hat es so gemacht, das funktionierte gar nicht. Und man kann sich selber dann auch so ein Best-Practice-Toolset aufbauen, weil man halt einfach viel gesehen hat. Und weil Prozesse immer anders laufen, muss man auch immer wieder anfangen, von vorne sich neu einzudenken. Also man kann nicht ankommen und sagen, ich weiß genau, wie es bei euch läuft, weil jeder Kunde anders ist. Herr Weckbach, Sie haben die besagte Plattform für Hochschulabsolventen, die sich die IT-Abschlüsse haben, noch nicht genau wissen, wohin. Was für Informationen geben Sie jetzt zum Beispiel den Absolventen in Sachen unterschiedliche Karrierewege einzuschlagen? Wir haben jetzt gehört, gerade Beratungstätigkeit. Was kann Ihre Plattform da bieten? Es ist einfach so, dass es ganz unterschiedliche Menschen gibt. Jeder hat sein ganz eigenes Setting an Anforderungskriterien, die er stellt an seinen Berufseinstieg. Und ich denke, da das, was Sie gesagt haben, man muss ja auch
sich selbst treu bleiben können mit dem Einstieg in den Beruf. Deshalb kann man das nicht pauschalisieren. Mhm. Was vielleicht gerade bei IT-Lern vielleicht doch eine gemeinsame Klammer ist an wichtiger Anforderung, nach denen die ihre Arbeitgeber aussuchen, ist die Weiterbildung. Das Feld in der IT ist extrem dynamisch und es herrscht durchaus die Sorge vor, abgekoppelt zu werden von dieser IT, von dieser IT-Entwicklung, von dieser Dynamik, um hinterher ja, schlechtere Karten am Arbeitsmarkt zu haben. Und an dieser Stelle setzen wir halt eben an und geben Unternehmen auch die Möglichkeit, wirklich einen klaren Anwendungszusammenhang aufzubröseln, um eben wirklich klar zu sagen, mit euren theoretischen Kenntnissen aus der Hochschule könnt ihr bei uns das und das machen in den ersten 12 bis 18 Monaten und danach habt ihr Weiterbildungsmöglichkeiten in denen und denen und in den Weg. Also die Unternehmen müssen sich selbst erklären. Mhm. Wir als Plattformbetreiber können halt einfach stark rahmende Informationen geben. Mhm. Generell, weil das sind jetzt Tipps für die Unternehmen, wenn ich das richtig sehe. Sie haben ja auch gesagt, für die Bewerber, geben Sie da zum Beispiel konkrete Tipps auch mal, wie die sich am besten bewerben sollen, worauf sie achten sollen, wie sie vielleicht auch das Schwierigste, glaube ich, ist rauszufinden, wenn eine Stellenausschreibung kommt, passt dieses Unternehmen zu mir, wie vermittelt man das, können da Hochschulabsolventen bei Ihnen Informationen erhalten? Ja, das können die Hochschulabsolventen. Wir machen dazu auch Workshops direkt mit den Absolventen selbst an den Hochschulen. Und da geht es genau um diese besagten Anforderungskriterien, weil das Matching, das hatten Sie ja schon im Vorfeld gesagt, darum geht das. Wenn man aber selbst noch keinen strukturierten Katalog an Kriterien hat, den man anlegt, wie will man dann ein funktionierendes Matching erreichen? Und an der Stelle gehen wir wirklich über die Themen, wie wichtig sind dir die Karrierethemen und wie wichtig ist dir Weiterbildung? Setz dich wirklich in den inneren Dialog und geh das mit uns durch. Wir machen das auch teilweise online, dass wir halt eben Möglichkeit geben, das sind die Bewerbungstipps, dass es eben nicht so eine Standardbewerbung sein soll, die mit 5 unterschiedlichen Adressköpfen versehen wird. Man muss sich einfach mit dem Unternehmen beschäftigen und natürlich dann auch mit den Skills, die in der einzelnen Stellenausschreibung halt eben auch gefordert werden. Mhm. Da sind wir auch gleich bei einem spannenden Thema. Wie denn Absolventen tatsächlich überzeugen können in der Bewerbung, im Anschreiben, vielleicht auch tatsächlich widerspiegeln können, ich habe mich mit dem Unternehmen beschäftigt, ich weiß, bei welchem Unternehmen ich mich hier bewerbe und es ist nicht nur meine Standardbewerbung, die ich jetzt an alle schicke und nur den Adresskopf austausche, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Pettersson. Woran merken Sie, dass sich der Kandidat wirklich mit Ihrem Unternehmen beschäftigt hat? Also ich denke, dass das natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung für alle Studentinnen und Studenten ist, das auch immer wieder deutlich zu machen. Also Fakt ist ja, man bewirbt sich natürlich bei nicht nur einem Unternehmen. Aber das, was wir ganz besonders wichtig finden, ist also der Wunsch, den wir mitbringen, dort lesen zu können, warum man eben insbesondere im Beratungsumfeld auch tätig sein möchte und warum das, was wir zum Beispiel auch branchenspezifisch und SAP-spezifisch machen, vielleicht für den einen oder anderen auch der richtige Weg sein sollte. Also diese Kriterien sollten an jedem Fall bei herauskommen. Natürlich adressieren wir im Vorfeld natürlich über das, was wir auch im Internet auftreten und in unserer gesamten Außendarstellung machen, natürlich auch bestimmte Soft Skills, die wir auch gerne wiedersehen. Also das ganze Thema Teamarbeit, also beim Kunden individuelle Projekte durchzuführen, auf den Kunden einzugehen, sich stets neu einstellen zu können. Das sind einfach Dinge, die wir in der Ableitung auch erwarten. Und deswegen würde ich immer jedem empfehlen, sich darüber, zumindest erstmal, also mehr als eine Seite darf es ja gar nicht werden, aber darüber klar zu werden, und sich zumindest im mittleren Teil des Anschreibens mal etwas zu überlegen, was darauf auch referenziert. Mhm. Frau Wolf, womit können Sie womit überzeugen Absolventen Sie, dass Sie die richtigen Kandidaten für die Software AG sind? Einmal in der Bewerbung selbst. Die Bewerbung sollte nicht überfrachtet sein. Ich sollte aus dem Anschreiben schon kurz und knapp erkennen, okay, der Bewerber hat sich mit Software AG befasst und schickt mir eine ganz klare, eindeutige Bewerbung, aus der ich erkennen kann, er ist interessiert. Im Gespräch kann ich dann erst erfahren, hat er sich mit dem Unternehmen etwas eingehender beschäftigt und vor allen Dingen hat er sich mit dem auf ihn zukommenden Job, mit der Stelle beschäftigt. Mhm. Wie stellt er Fragen? Stellt er überhaupt Fragen? Mhm. Und das ist etwas, was ich aus den Bewerbungsgesprächen, aus meiner Erfahrung heraus sagen kann. Es gibt
Kandidaten, die wenige Fragen haben, und ich sollte aus einem Bewerbungsgespräch herausgehen und ein ganz klares Bild über die zukünftige Stelle, über die zukünftige Position, über die zukünftigen Karrieremöglichkeiten haben. Mein letzter Satz in einem Gespräch ist sehr häufig: Haben Sie noch Fragen? Und also das liegt am Kandidaten selbst, sich hier zu präsentieren, auch zu fragen. Was macht das Unternehmen? Wie sieht die Unternehmensphilosophie aus? Welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich? Das bedeutet Interesse und dass ich mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe. Also man kann punkten, wenn man tatsächlich sich auch aktiv erkundigt, wie es weitergeht beim Unternehmen, was das Arbeitsumfeld anbelangt. Erleben Sie das häufig, dass Leute dann gar nicht fragen? Oder? Ja, Sie nicken, Herr Petersen. Ja. Relativ häufig, also auch erschreckenderweise. Das sind, glaube ich, nicht die Gespräche in der Regel, wo man mit einem guten Gefühl rausgeht. Also es gibt entweder ein aktives Gespräch am Ende, also wo man wirklich sich also auch Interesse spürt, wo man sich austauscht, wo man eben auch schon über Details Kenntnisse haben möchte. Und ich finde, das ist einfach so ein dynamischer Effekt, der auch passieren muss in so einem Gespräch. Vielleicht kann ich noch anfügen, der Kandidat hat ja auch die Möglichkeit, sich das Unternehmen, den zukünftigen Arbeitgeber auszusuchen. Nicht nur wir als Unternehmen suchen den geeigneten Kandidaten, sondern der Kandidat selbst hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, da möchte ich arbeiten. Und das kann ich nur durch Nachfragen erfahren. Also quasi die Situation, auch das Unternehmen bewirbt sich ja beim Bewerber, gerade in dem heiß umkämpften Markt. Vielleicht auch noch mal hier an meine linke Seite. Jetzt haben wir gerade gehört, Interaktion im Vorstellungsgespräch, auch mal nachfragen. Gibt es denn No-Gos bei den Vorstellungsgesprächen, Herr Heinz zum Beispiel? Haben Sie da Sachen erlebt, die nicht so gut sind, was Bewerber vielleicht vermeiden sollten? Ja, das kommt natürlich immer wieder vor. Das fängt halt vom allgemeinen äußeren Auftreten, Pünktlichkeit. Also es gibt halt einige Dinge, die muss man einfach voraussetzen, weil wir daraus ja auch ableiten, wie sich jemand beim Kunden benehmen wird. Also der Mensch, den ich da kennenlerne, bei dem muss ich mir ja stets die Frage stellen, mag ich den zu meinem Kunden schicken? Und klingelt danach mein Telefon und er fragt mich, wen habt ihr da denn geschickt? Das ist einfach die entscheidende Frage, die ich mir während des gesamten Bewerbungsgesprächs stellen muss. Und ja, wie auch Frau Wolf schon sagt, ich muss halt auch einfach eine gewisse Wissbegierigkeit spüren. Und jemand, der nichts fragt und nichts wissen will, wie will der meinen Kunden beraten? Wenn der auch vom Kunden nichts wissen will, wird er auch nie erfahren, was ich dort eigentlich beraten will und wie ich meinen Kunden optimal betreuen kann. Und da hat man sicherlich schon erlebt, dass es sind Bewerbungen, wo drinsteht, ich will gerne Berater werden. Für was und warum bleibt einem unklar. Und da muss man auch einfach erwarten, das ist aber auch in der Regel der Fall, muss man auch fairerweise dazu sagen, dass sich jemand einfach auch mit den Lösungen und den Dienstleistungen, die wir anbieten, auseinandergesetzt hat, um halt auch daran dann ableiten zu können, was ist sein konkretes Interesse daran? Wo findet er sich vielleicht auch wieder, weil das, was wir machen, auch seine Interessen widerspiegelt? So, und ich glaube, dann hat man halt die Basis, da auch erfolgreich zueinander zu finden. Herr Goldhahn, auch nochmal die Frage an Sie. Was sollte man auf jeden Fall vermeiden im Vorstellungsgespräch? Und mit anderen Worten, Ihre Tipps für die Bewerber? Also ich glaube, da kann man gar nicht so einen speziellen Tipp geben. Aber ich sage mal, in Bewerbung steckt ja auch das Wort Werbung drin. Das heißt, ich präsentiere mich auch von meiner besten Art und Weise in einer Art Hochglanz. Das heißt, wenn jetzt ein Bewerber kommt, der jetzt sagt, okay, ich bewerbe mich bei einer Beratung, komme aber im Jeans und T-Shirt ins Gespräch, hat er vielleicht etwas, womit er mich überzeugen kann. Mag ich nicht ausschließen, wird im ersten Moment wahrscheinlich, wird man etwas skeptisch schauen und sagen, okay, vielleicht ist es ihm gar nicht so wichtig. Aber es muss am Ende dabei herauskommen, dass dieser Bewerber ins Unternehmen möchte. Und dazu gehört häufig allein schon das äußere Auftreten, da gehört auch die Art und Weise, wie man auftritt. Und dann ist es auch ein Punkt, was wir ja vorhin schon hatten, mit den Fragen. Man sollte jetzt keine Fragen stellen, um des Fragenstellens willen, aber man merkt ja ganz schnell, hat er ein Interesse daran. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dem Gespräch rausgehen und wir so gut waren, dass wir alles erzählt haben, alles erklärt haben und einfach nichts offen bleibt. Und dann ist dieses Gefühl halt, ist da ein Interesse einfach da. Also das, es ist jedem selber überlassen, wie er sich bewirbt
Aber man sollte halt schauen, wenn man halt auch die Zeit sich nimmt und ja auch dann von den Unternehmen ja diese Zeit abverlangt, das ist ja dann auch nicht wenig, weil es ist mindestens 1 bis 2 Stunden, dann ist Vorbereitung, Nachbereitung dabei, sollte man solche Dinge auch ernst nehmen und es dann meiner Meinung nach auch nur machen, wenn es einem wichtig ist, weil ansonsten ist es für beide Seiten in gewisser Weise verlorene Zeit. Wie ist es denn mit den berühmt-berüchtigten Fragen? Ich kann mich so entsinnen, in meinen Bewerbungsphasen, da schreibt man diesen ausführlichen Lebenslauf, wo ja eh schon alles drinsteht und dann sitzt man im Bewerbungsgespräch und dann wird da nochmal abgefragt, wo man dann oft als Bewerber das Gefühl hat, hat die jetzt meinen Lebenslauf nicht gelesen oder derjenige, was steckt denn da dahinter und wie sollte man da vielleicht reagieren? Also das sehe ich jetzt gar nicht so, dass man den Lebenslauf nicht gelesen hat, sondern man möchte vieles auch nochmal mit eigenen Worten hören. Und man möchte dann auch manchmal verstehen, was steckt denn dahinter. Und wenn man in einem Satz stand, ich habe da ein Praktikum gemacht und dieses Thema bearbeitet, ja was genau? Weil für uns sind ja dann auch interessant, was halt im Hintergrund passiert. Und das kann man meistens nicht in den Lebenslauf packen. Und auf der anderen Seite ist es manchmal auch interessant zu erfahren, wie genau kennen die Bewerber ihre Lebensläufe, weil ich es auch schon erlebt habe, dass man dann auf einmal jemanden sehr aufs Glatteis führen konnte, weil auf einmal nicht mehr bewusst war, was da in dieser Passage drin stand. Kann passieren. Aber noch ein Punkt, was Sie vorhin fragten nach einer Empfehlung, also was nie schaden kann, ist zumindest sich vorher mal das Unternehmen auch anzuschauen, weil es hängt immer von der Person ab, aber es kommen durchaus auch mal so Fragen in Richtung, hat der Bewerber überhaupt schon mal jetzt nicht nur unsere Stellenanzeige gesehen, sondern hat er danach auch geschaut, passen wir oder passt Bewerber und Unternehmen überhaupt zusammen? Und da gehört zumindest auch mal ein Blick auf die Webseite oder was macht das Unternehmen, wie ist es aufgestellt, solche Sachen. Alles klar, nicht, dass der Bewerber nachher nicht weiß, bei welchem Unternehmen bin ich eigentlich heute gerade. Jetzt noch mal einen kleinen Schlenker zu einem anderen Thema. Sie haben gerade Website angesprochen, sich auf der Website informieren. Andersrum, informieren sich die Unternehmen dann auch über die Webaktivitäten der Bewerber? Vielleicht, Herr Weckbach, was ist da Ihre Erfahrung? Was für Tipps geben Sie den Hochschulabsolventen? Sollen die ihre Online-Profile noch mal genauer Prüfung unterziehen, in gewissen Foren vielleicht nicht vorhanden sein? Was sind die Tipps? Also ich denke schon, das sehr unvorteilhaftes Bildmaterial, da sollte man schon einen Blick drauf haben. Also ich persönlich bei unseren Ausschreibungen, Bewerbungen, die wir für unser Unternehmen haben, ich überprüfe die Online-Aktivitäten nicht, außer es ist speziell angegeben im CV, dass jemand einen Blog betreibt etc. Sowas gucke ich mir dann natürlich schon auch an. Aber man muss immer wieder damit rechnen als Bewerber, dass danach halt eben auch Ausschau gehalten wird. Unvorteilhaftes Bildmaterial ist vielleicht nicht das beste Aushängeschild, wenn man vielleicht beim Berater anheuern möchte. Letztes Jahr erzählte mir ein Kollege oder ein Bekannter die Geschichte. Der hatte nämlich seiner Tochter genau den Rat gegeben, du, wenn du dich bewirbst, lösch mal lieber deine Auftritte da bei Facebook und so weiter, weil du hast dann vielleicht keine Chance auf eine Stelle in dem und dem Unternehmen. Und sie hat sich nur hingestellt zu ihrem Vater gesagt und gesagt, Papi, wenn die darauf Wert legen, dann will ich, oder wenn das so richtig ist, dann will ich bei denen aber auch nicht arbeiten. Frau Wolf, wie finden Sie diese Aussage, wie steht die Software AG zu Internetauftritten Ihrer Mitarbeiter oder der Bewerber? Ich denke, die Auftritte in Facebook oder ähnlichen Plattformen sind Privatsache der Kandidaten und wir überprüfen es nicht. Insofern kann ich sagen, okay, das Mädel hat recht. Ja. Ihr Privatleben. Herr Petersen? Also ich würde das genauso auch formulieren wollen. Also das ist Privatsache, auf jeden Fall. Also wir haben uns auch in diesem Umfeld noch nie recherchemäßig, also ich zumindest weiß, auch irgendwie versichert und also ich wäre sehr überrascht, wenn ich in einem Facebook-Auftritt, wenn ich dann reingucken würde, etwas anderes feststellen würde als in einem persönlichen Gespräch und ich finde einfach, dass man diese Dinge wirklich voneinander trennen sollte. Wir hatten letztes Jahr auch einen Diskutanten auf dem Podium, der gemeint hat, naja, wenn ich aber feststelle, bei einem Bewerber, der hat 2000 Freunde auf Xing oder Facebook, da frage ich mich, wann arbeitet der eigentlich? Was halten Sie von dieser Aussage, Herr Heinz? Also da halte ich auch überhaupt nichts von. Also letztendlich hat man ja immer die Gefahr,
man macht sich schon ein Vorurteil, bildet sich ein Vorurteil und ein Bild über eine Person, die man nicht kennt oder die man nur glaubt zu kennen, durch das, was Google einem ausspuckt über diese Person. Und das halte ich halt für extrem gefährlich, weil man nicht mehr unvoreingenommen sich mit dem Menschen, der im Bewerbungsgespräch gegenüber sitzt, auseinandersetzt. Man denkt nur noch an das Foto, was man irgendwo gesehen hat und versucht rein zu interpretieren, was man aber nicht beurteilen kann. Mhm. Und das anhand von irgendwelchen Anzahlen, Freundeslisten herzuleiten, das glaube ich, ist wahrscheinlich auch eher ein Spaß gewesen. Ich glaube, die Zeiten entwickeln sich auch. Inzwischen sind Internetauftritte von Privatpersonen, sage ich jetzt mal, einfach gang und gäbe geworden. Ist jetzt hier auch die Erfahrung bei unseren Diskussionen auf der Messe gewesen. Wir müssen relativ bald zum Schluss kommen, aber jetzt nochmal die Aufforderung ans Publikum. Wenn Sie hier Fragen haben an unsere Diskutanten, heben Sie die Hand. Meine Kollegin ist mit dem Mikro da. Sie können hier gerne noch Fragen stellen, sonst würde ich jetzt nochmal reihum abfragen, wie denn der Einstieg konkret bei Ihnen im Unternehmen aussieht. Danach würde ich Ihnen vielleicht auch nochmal kurz die Möglichkeit geben, also überlegen Sie sich, ob Sie Fragen haben. Ansonsten fangen wir vielleicht bei Ihnen an, Herr Goldhahn. Ich bewerbe mich bei Ihnen als möchte gerne Junior Consultant werden. Wie sieht mein Werdegang bei Ihnen aus? Wie gesagt, das hängt halt ganz klar halt auch vom Level ab. Aber im Regelfall sieht der Einstieg so aus, dass halt wir am Anfang ein sogenanntes Onboarding haben, wo zum alle neuen Kollegen, die zu dem Zeitpunkt anfangen, erstmal nochmal das Unternehmen vorgestellt wird, sie mit den notwendigen Prozessen vertraut gemacht werden, sie dann auch ihr Handwerkszeug bekommen, ihr Telefon, ihren Computer etc. Und dann sie auch den Plan für die nächsten Monate. Bei Seniorenkollegen geht es dann direkt ins Projekt, weil da ist diese Aufbauarbeit dann nicht nötig. Juniore-Kollegen. Wie lange dauert diese Aufbauarbeit, diese Onboarding-Phase? Also diese Onboarding-Phase, also unser direktes Einsteigerprogramm geht ungefähr ein halbes bis ein Jahr. Im SAP-Bereich sieht das dann auch so aus, dass man dann am Anfang für 6 bis 8 Wochen nach Indien geht, um dort mit Capgemini-Kollegen weltweit zusammen die Schulung macht. Diese Schulung, am Ende steht dann die SAP-Zertifizierung, weil wir unsere Berater halt auch nur mit Zertifizierung dann zum Kunden lassen. Das hat auch den Charme, man lernt das Unternehmen sehr international kennen. Man lernt halt nicht nur die deutschen Kollegen kennen, sondern die aus USA, aus UK, Niederlande und bekommt halt auch mal ein Gespür dafür, halt, dass wir halt weltweit unterwegs sind. Und dann geht es in die Projekte und innerhalb dieser Projekte sind dann währenddessen immer wieder Schulungen. Das sind dann teilweise 2, 3 Tage oder auch mal 5 Tage, aber es ist danach, es geht sofort mit dem Projekt los. Das ist uns wichtig, weil wir wollen keinen neuen Lehrpool aufbauen, sondern wir möchten halt, dass unsere neuen Mitarbeiter in den Job kommen, weil das ist das beste Training und diese ganzen Soft Skills und Hard Skills, die dazu noch fehlen, werden dann sukzessive aufgebaut. Das heißt, man kann nicht so eine feste Zeitdauer wirklich benennen, weil wir sagen, okay, die Projekte gehen los und je nach Projektzeit oder dann wird halt auch in Absprache mit dem Mitarbeiter geschaut, wann machen wir die Projekte am besten. Das macht man dann mit seinem Vorgesetzten und Mentoren direkt aus. Mentoren? Ja, wird jedem neuen oder Junior-Mitarbeiter ein Mentor zur Seite gestellt, der nicht der Vorgesetzte ist, der auch noch nicht das holt. Also meistens geht es dann so bei uns bis Senior Consultant, weil wir auch halt wollen, dass der Bezug, dass dann Vertrauen da ist, wo halt auch der neue Mitarbeiter zu dem Mentor gehen kann, falls es Probleme geben sollte mit dem Vorgesetzten oder man traut sich dann doch nicht, den Chef anzuschreiben, wie ich jetzt meine Reisekosten abrechnen soll. Oder ich habe halt irgendein anderes Problem, irgendwas liegt mir auf der Seele, dann gehe ich zu meinem Mentor, der das mit mir klärt, der mir da hilft oder dann mir vielleicht auch hilft, dieses Thema halt weiterzutreiben. Mhm. Alles klar, vielen Dank, Herr Goldhahn. Herr Heinz, wie sieht der Einstieg bei Ihnen aus? Ein Stück weit ähnlich, wie Herr Goldhahn es beschrieben hat. Klar, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, also die internationale Einarbeitung steht bei uns nicht im Fokus, ganz klar, aber es ist trotzdem das Ziel, die Kollegen on the job zu qualifizieren. Das heißt, abhängig von dem persönlichen Hintergrund, die Ausbildung, die Studienabschlüsse, die Vorkenntnisse, die vorhanden sind, wird für jeden Mitarbeiter ein individueller Einarbeitungsplan erarbeitet, der sowohl thematisch, aber auch auf der Zeitachse dem Mitarbeiter auch eine Leitlinie geben soll, was eigentlich von ihm in seiner Probezeit und in seiner Einarbeitung erwartet wird. Da herrscht ja auch zunächst Unsicherheit, mit welchen Themen muss ich mich eigentlich vertraut machen, bis wann muss ich mich wo eingearbeitet haben, und da soll einfach der Kollege auch von Anfang an eine Leitlinie an die Hand bekommen zu haben,
mit Ansprechpartnern, mit Unternehmen, mit erfahrenen Kollegen, die dann entsprechend die Themen begleiten und jeden Einzelnen dann durch seine Einarbeitung begleiten. Können Sie da eine Zeitachse sagen? Was kann man sich da zeitlich vorstellen? Wie lange dauert diese Einarbeitungszeit? Also ich würde schon sagen, dass auch teilweise natürlich auch sehr, sehr branchenspezifisches Know-how dazu gehört, dass die Einarbeitung mindestens zwischen 6 und 12 Monate, aber eher Richtung 12 Monate gehen wird. Also ähnlich wie bei Capgemini. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wir dort halt auch, sag ich mal, nicht ein verschultes Lernen dort dann machen, sondern der Bewerber oder der Neueinsteiger halt auch eine gewisse Hohlschuld hat, halt auch eigenständig und mit Eigeninitiative bestimmte Themen dann halt, wie es in seinen Projektalltag dann auch gerade passt, dann zu integrieren. Alles klar, dann wollen wir noch von Ihnen erfahren, Herr Weckbach, wie bei Ihnen der Einstieg aussieht oder aber was Sie empfehlen auf Ihrer Plattform. Das sind ja mal zwei Seiten, die Sie hier beschreiben können. Ich würde lieber dann die zweite Seite nehmen, weil es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass die Unternehmen genau das dieser Zielgruppe, der IT-Nachwuchskräfte eben auch klar macht. Was bedeutet das, wenn du bei uns hier ins Unternehmen kommst? Wenn man das noch wirklich mit sachlichen Informationen beischmückt, also mit welchen Computertechnologien, sei es jetzt in Hardware, Software, mit was kommt man in Berührung und wie ist der Verlauf, wie baut man sein Wissen auf, das schafft ganz enorme Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe. Wenn man das im Vorfeld erklärt, über die Karriere-Website, über die Außenkommunikation, dann steigert man einfach die Quote wirklich von ernst gemeinten Bewerbungen. Und das ist letztlich das, was wir heute im Verlauf unserer Diskussionsrunde immer wieder gehört haben. Sie möchten im Vorstellungsgespräch dann wirklich rausfinden, welche Person steckt dahinter. Das kostet für jedes Unternehmen, für jeden Bewerber Zeit. Eine verbindlich gemeinte Bewerbung ist ein sehr effizientes Mittel, um da auch Zeit zu sparen. Das schafft man, wenn man diese Themen wirklich auch im Vorfeld an diese Zielgruppe hinaus kommuniziert. Also sehr transparent auf der Homepage, die einzelnen Schritte. Ja. Ich kann mich erinnern, ich glaube, bei den Beratungsunternehmen gibt es ja dann diese 3 oder 4 Kurven, wo es hingehen kann, aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, auch gerade zu der Einarbeitungszeit. Wie sieht das genau aus? Wie sehen die Trainee-Programme aus, damit sich der Bewerber auch ein gutes Bild machen kann? Absolut richtig. Und nicht nur auf der Karriere-Website, wenn Sie, Capgemini macht auch viel auf Messen, Sie sind heute auch alle hier, dass man das da wirklich dieser Zielgruppe dann auch auf der CeBIT zum Beispiel näher erläutert. Gut, dann auch an Sie beide noch die Frage, Frau Wolf, bei Ihnen auf der Homepage steht, bringen Sie Ihre Geschichte mit, gemeinsam schreiben wir sie weiter. Wie schreiben Sie die Geschichte weiter mit den Bewerbern, die kommen, mit den jungen Einsteigern? Ja, der Bewerber oder der Kandidat, der neue Mitarbeiter kommt ins Unternehmen. Ja. Wir haben einen Welcome Day, ähnlich wie Herr Goldhahn das vorgestellt hat, werden an diesem ersten Tag das Unternehmen nochmal die Strukturen, die Prozesse vorgestellt. Also mehr das Administrative, was so neben den eigentlichen fachlichen Aufgaben noch notwendig ist. Das wird vorgestellt, das kann man an diesem Tag nicht erlernen. Der Kandidat bekommt in den meisten Fällen, speziell Consulting-Bereich, einen Mentor an die Seite gestellt. Es gibt einen Einarbeitungsplan, je nach Bereich oder Team gibt es dann im Team oder Bereich einzelne Gespräche mit jedem Mitarbeiter des Teams oder des Bereichs, damit sich der neue Kollege ein Bild über alle Kollegen verschaffen kann und auch über dessen Aufgaben und Anforderungen. Und umgekehrt, ne? Und umgekehrt, so ist es, ja. Ja, also Mentorenprogramm und Welcome Day, ja, das ist unsere Vorgehensweise. Und so die Zeitkurve, was ist da bei Ihnen so die Achse, worauf man sich einstellen muss, bis man dann eingearbeitet ist? Und auf den Kunden losgelassen wird? Im Consulting-Bereich sind es auf jeden Fall 3 bis 6 Monate, um auf den Kunden allein verantwortlich rausgehen zu können, würde ich 12 Monate sagen. Ja. Also ja. Ähnlich wie bei den Vorgängern. Herr Petersen, gibt es bei Ihnen Mentoren? Wie sieht der Einstieg bei Ihnen aus? Ja, wir verlassen uns letztendlich auf den ähnlichen Dreiklang, Einarbeitungsplan, Mentorenkonzept, gepaart mit natürlich entsprechenden Feedback-Zyklen, gepaart auch noch mit einer gemeinsamen Veranstaltung aller neuen Kolleginnen und Kollegen, so einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr, je nachdem, mit welchen Mengen wir da gerade disponieren, machen wir das nochmal so eine übergreifende Veranstaltung,
um einen Durchblick auf das Gesamtunternehmen zu bekommen, auch einen Einblick in Strategie und aktuelle Planungslage. Und wir streben auch insbesondere im technologischen Bereich den Zertifizierungsteil an. Das heißt, die Kolleginnen werden in der Regel auch innerhalb der ersten 12 Monate eine Zertifizierung durchlaufen können, was ja auch ein Win-Win für beide Seiten ist. Letztendlich auch ein Zertifikat, was jeder für sich selbst auch letztendlich dann auch benutzen kann und was natürlich auch für unsere Kunden extrem wichtig ist. Dann jetzt nochmal an das Publikum. Jawohl, hier haben wir eine Frage hier vorne und da hinten auch. Gut, dann nehmen wir die beiden Fragen gerne noch. Näher ran. Näher ran? Ein kritischer Punkt, spätestens beim Vorstellungsgespräch, ist ja auch die Gehaltsvorstellung. Gerade bei kleinen Firmen im mittleren im ländlichen Raum, die jetzt vielleicht Zulieferer sind und unter enormem Kostendruck leiden, kann man ja nicht das verlangen, was zum Beispiel jetzt Großunternehmen. Und die Frage ist, wie kriegt man das raus? Darf man zum Beispiel nach dem Umsatz fragen oder ist das ein absolutes No-Go? Also ich wiederhole es nochmal wegen der Akustik. Die Frage war hier nach der, oft wird im Vorstellungsgespräch nach der Gehaltsvorstellung gefragt, die ja auch variiert, je nach Größe des Unternehmens. Habe ich das richtig verstanden? Und die Frage ist, was sollte man da angeben? Und der andersrum nochmal gefragt, darf man das Unternehmen nach dem Umsatz fragen, richtig? Wer möchte hier antworten hier oben? Also ich kann da gerne was zu sagen, weil Sie ja auch gerade die kleineren mittelständischen Unternehmen angesprochen haben. Ja, Sie dürfen uns nach dem Umsatz fragen. Auch wir sind trotz Größe einer AG, das kann man sogar nachlesen, da gibt es auch gar keine Vorbehalte. Erkenntnis 1 und Erkenntnis 2, auch über Gehalt sprechen wir ganz, ganz offen. Also jeder darf seine Vorstellung sagen und wir geben auch ganz transparent zurück, in welchen Strukturen wir das auch beantworten können. Also da gibt es bei uns auch gar keine Vorbehalte. Will noch jemand zu dem Thema? Oder ist ich alles glaube, gesagt? Was man einfach vom Bewerber letztendlich erwarten muss, ist, dass er halt seinen Marktwert auch relativ realistisch einschätzen kann. Und das heißt nicht nur, er darf nicht mit zu hohen Forderungen kommen, auch nicht mit zu niedrigen, weil auch das hinterlässt einen gewissen Eindruck, ob jemand eigentlich weiß, was seine Qualifikation auch wert ist am Markt und in der Region, in der er sich dann noch bewirbt. Nun ist das für Einsteiger aber oft nicht so einfach. Was macht der denn nun? Ach, ich glaube, das ist mittlerweile auch auch mit Hilfe von Medienpartnern und Verbänden eigentlich auch relativ transparent, dass man schon weiß, in welche Richtung sich Einstiegsgehälter entwickeln, was dann tatsächlich auch regional natürlich bewertet werden muss, weil sich da doch dann große Unterschiede ergeben. Muss ich ihm recht geben. Die Computerwoche hat auch eine Gehaltsstudie, da kann man nachgucken. Alles klar. Und die letzte Frage aus dem Publikum. Ja, ich hätte gerne gewusst, ob es in Ihren einzelnen Unternehmen einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin gibt für interessierte Bewerber, die schon telefonisch vorsprechen wollen, gegebenenfalls auch jemanden besuchen können. Gibt es da Personen? Gibt es in Ihren Häusern auch sogenannte Hausmessen, wo Sie ganz gezielt auch Bewerber willkommen heißen und die sich dann über das Unternehmen informieren können. Ich wiederhole die Frage nochmal kurz wegen der Akustik. Also gibt es in Ihren Unternehmen Ansprechpartner für interessierte Bewerber, die sich auch über das Unternehmen informieren können und oder Hausmessen? Herr Goldhahn. Da würde ich gleich einsteigen. Ja, gibt es. Zum einen kann man natürlich sich immer bei uns auch telefonisch informieren, also bei unseren Kollegen aus der Personalabteilung. Und was wir auch machen, ist eine sogenannte Expedition. Das sind Workshops, die wir mit interessierten Studenten abhalten. Dafür kann man sich bewerben. Die gehen dann 1 bis 2 Tage, wo verschiedene Themen einfach mal durchgespielt werden, wo man mal sieht, wie auch ein echtes Projekt funktionieren kann, wie Capgemini da rangeht. Und ich kann auch gerne dazu einladen, dann nachher mal zu uns an den Stand zu kommen, weil wir jetzt im Mai den Expedition Summit haben. Das ist eine 2-tägige Veranstaltung, wo wir uns zum einen als Unternehmen direkt vorstellen für den Bewerber, der sich extra auch dafür bewirbt. Also man ist dann wirklich, sagt, ich möchte über Capgemini mehr erfahren und komme dann auch werden dann eingeladen, zu uns danach nach München zu kommen. Da werden wir das Unternehmen vorstellen. Man kann mit Kollegen sprechen, der verschiedensten Level. Man kann sämtliche Divisionen sich einmal anschauen, was die machen, sich dazu auch noch Vorträge anhören. Es wird natürlich dann auch am Abend dann noch ein bisschen gemeinsames Get-Together geben und dann am nächsten Tag geht es dann halt auch wieder in so einen Workshop, wo man sieht, okay, was kann ich denn, wenn ich den Einstieg mache, wie sieht denn dann konkret so ein Arbeitsablauf aus? Es ist auch immer ein konkretes Projektbeispiel, wo man mal durchexerziert, so laufen die Projekte ab.
das sind die Arbeiten, die wir jetzt machen. Und dann kann jeder dann auch selber mal sehen, macht mir das Spaß zum einen. Und man sieht halt auch mal, sind denn das auch Kollegen, mit denen ich gern zusammenarbeiten möchte? Weil Messe ist das eine, aber dort sind dann halt wirklich sehr, sehr viele Kollegen, die dann auch bei uns direkt im Tagesgeschäft tätig sind vor Ort. Das heißt, man lernt wirklich die Leute kennen, mit denen man später zusammenarbeitet und kann sich so, glaube ich, einen ganz guten Eindruck machen. Passe ich zum Unternehmen, passt das Unternehmen zu mir? So, vielen Dank, Herr Goldhahn. Jetzt hätten wir, ich bin sicher, alle anderen können dazu auch noch hilfreiche weitere Informationen geben. Wir sind leider mit der Zeit am Ende, weil die Frau Tabernick steht nämlich schon in den Startlöchern. Sie wird Ihnen gleich was erzählen zum Thema Benimmest In, was wir nämlich auch im Vorstellungsgespräch brauchen, wie wir hier gehört haben. Sie müssen ja auch durch Ihr Auftreten überzeugen. Nochmal ganz kurz aber der Tipp an Sie, was ich jetzt auch in den letzten Tagen hier so auf dem Podium mitgenommen habe. Ich glaube, da werden Sie mir vielleicht zustimmen, dass nichts dagegen spricht, einfach den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und in der Personalabteilung einfach mal anzurufen. Ich habe gestern hier oben jemanden gehabt, die auch gesagt hat, Mensch, wenn Sie sich bewerben wollen und Sie haben aber Ihre Unterlagen noch nicht fertig, rufen Sie uns doch kurz an und sagen Sie, Sie müssen das und das noch machen, ich habe aber Interesse und die Bewerbung kommt dann noch. Also ich glaube, es ist keine Mauer, die die Unternehmen um sich herum aufgebaut haben und es muss auch nicht der spezielle Ansprechpartner sein, den man vorher wissen muss. Sie werden sicher durchgestellt, es gibt sicher nette Menschen in den Unternehmen, die Ihnen was erzählen. Wie gesagt, das Unternehmen bewirbt sich auch bei Ihnen. Also Sie haben eine perfekte Situation, tatsächlich einfach mal nachzufragen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Mitdiskutanten hier oben. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein paar Informationen, hilfreiche Informationen geben können, wie der Einstieg gelingen kann.